Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt das nächste Video mit der PlayStation 5 und zwar diesmal Spider-Man Miles Morales. Das kann ich euch schon sagen, das ist ein absolutes hundertprozentiges Actionspiel. Also an alle Actionfans, das kann ich euch definitiv schon empfehlen. Wir werden knapp eine Stunde zocken, die ersten Missionen und uns auch ein bisschen die Steuerung angucken, die tatsächlich ziemlich heftig ist. Ihr müsst euch viele Sachen merken, aber das werdet ihr schon sehen. Bei mir gibt es alles zum Thema PC-Spiele, PlayStation-Spiele, Konsolenspiele und auch alles Mögliche. Also abonniert mich und dann kriegt ihr immer das Neueste. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe das gerade geöffnet, also das ist das Erste, was wir jetzt hier sehen. Der fragt uns, ob wir eine Zusammenfassung haben wollen von dem, was früher passiert ist. Da ich keine Ahnung von diesem Spiel habe und auch noch nie in meinem Leben ein Spider-Man-Spiel gezockt habe, würde ich sagen, ja. Möchtest du Untertitel aktivieren? Mache ich für euch mal an. Bis vor etwa einem Jahr lief mein Leben eigentlich normal. Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich. Hatte zwei coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus starb. Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Aber Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man, der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders. Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt. Und jetzt sind wir, glaube ich, da, wo es anfängt. Genau, da sind wir. Spider-Man Miles Morales. Also, ich soll X drücken zum Starten. Okay, wir können uns einen Spielstand aussuchen. Fangen wir neu an. Oh, jetzt kommt hier Schwierigkeitsgrad wählen. Ich würde sagen, dass wir nicht so schwer anfangen. Machen wir mal den zweiten. Ist vielleicht besser. Oh, was geht hier alles, was bisher geschah? Oben, unten, umkehren, lasse ich mal aus. Audiomodus, Heimkino, Mono-Audio, Bildqualität. Ich lasse das alles mal auf Standard und sage jetzt hier mal starten. Bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ob da auch viele Action-Szenen vorkommen oder nur Action-Szenen oder auch Rätsel, wir werden sehen. Okay, also wir wohnen in Harlem, das ist ein nördlicher Stadtteil von New York. Ich sitze in der Wahlkampfzentrale fest. Kannst du einkaufen? Schick eine Liste. Klar doch mal, vielen Dank. Okay. Wow, das sieht aber mal richtig gut aus in der Grafik. Junge, Junge, Junge. Das kannst du ja bald gar nicht mehr von der Realität unterscheiden. Huiuiui. Wow. Ach, guck mal, wie lieb er ist. Er hilft ihm. Danke, Kleiner. Yo. So cool. Was ist cool? Spider-Man. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, aber er ist ja der kleine Spider-Man. Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens.
Aber lassen Sie etwas Platz für den Neuen. Man weiß ja nie. Wow, das sieht echt super aus. Der Konvoi. Dann mal los. Oh nein, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's schon los. Gott, da wird mir kotzübel von werden, wenn ich das machen würde in der Stadt. Oh Mann. Oh, R2 gedrückt. Oh Gott, ach du Scheiße. Hey Pete, ich bin gleich da. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Gott, das ist viel zu schnell. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Cool. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestoppt. Wow. Hoffentlich. Okay, ich komm näher. Bin gleich da. Oh, da muss man ja brechen. Wo tut er denn die Spinnweben dran machen? Hier ist nichts, wo man die dran machen kann. Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnuss mehr. Geil. Ich schau noch mal woanders. Boah, das sieht richtig gut aus. Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi. Kann ich auch auf dem Boden landen? Oh, ja, gute Idee. Gucken wir uns mal gerade ein bisschen um. Mann, boah. Wie schafft Pete das mit seiner geheimen Identität? Ich mach das total fertig. Sieht echt gut aus. Also da muss man schon wirklich sagen, das haben sie sehr gut hinbekommen. Ja? So, jetzt kann ich hier auf X kann ich springen und dann R2 drücken. Und dann macht er, glaube ich, wieder Spinnenleben. Ja. Wenn ich R2 loslasse, dann macht er den nächsten Spinnenweb. Boah, das erfordert tatsächlich ein bisschen Übung. Ich kann natürlich hier die Wände hochlaufen als Spider-Man. Wow! Abgefahren. Juhu! Krass. Netzschwung. Boah. Da musst du aber auch ein starker. Also dieses Spiel hier in VR, das könntest du komplett knicken. Da müsste sowas von brechen dann. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Das wäre nur für die härtesten Leute. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Lauf, lauf, lauf. Schneller, schneller. Da hinten muss ich auf die. Boah! Ich frage mich, wenn ich den einfach auf den Boden drin placken lasse, ob das dann wirklich noch. Ob ich das überlebe. Aber ich glaube, das ist Spider-Man. Ich meine, der kann alles aushalten. Juhu! Okay, bleib cool! Bleib cool! Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen! Ich glaube, hier müssen wir hoch auf das Gebäude. Ja. So, da sind wir, wo wir hin sollen. Pete, bist du hier? Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du... Das ist der echte Spider-Man. Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben Sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders boah, nicht mit unserem Polizei. Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ock's Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture. Vielleicht Scorpion. Vielleicht jemand Größeres? Okay. Ah, das ist ein Transport von einem Schurken. Warte, Miles, lass mich. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Miles nicht! Das ist sicher. Oh, oh. Das Gewicht zieht mich mit. Korrigierung. Nee, das hat knapp. Eieiei. Helix 2 stürzt ab.
Au. Jo. Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Jetzt ist die Frage, ob dieser Schurke da rauskommt. Bestimmt. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Da ist er drin. Irgendeiner von den Verrückten ist da drin. Ja, war klar. Hallo. Reno. Oh Mann. Oh, und da kommen noch ein paar Gefangene raus. Super. Miles, ich nehme Rhino, aber du musst die Ausbrecher aufhalten. Okay, aufhalten. Mach oh, ich. Jetzt. Ein Netzschlag. Jawoll. Zeig mir, was du kannst, Free. Also, Quadrat muss ich drücken, um normal zu schlagen. Reicht, um auszuweichen. Und Dreieck zum Netzschlag. Aha. Da ist der Kollege wieder. Ich hab fast alle. Ich hatte fast alle. Oh oh. Was? Zur Seite ausweichen. Boah. Ja, R1. Oh, jetzt wird's kompliziert. Netzschießer. Ah, nach unten, um mich zu heilen. Komm schon, zur Seite. Ernsthaft, du bist in Topform. Echt? Boah, das Spiel ist heftig stressig. Zur Seite. Was macht die Straße, Spider-Man? Ganz ehrlich? Irgendwie erschreckend. Zack. Was meint ihr? L1, R1? Autsch! Das ist eine Metzelage. Einfach wow! Super! Ich hab die Schlüssel weg hier! Oh nein! Wir müssen weg hier! Alle entkommen! Drüber, Alexei! Der macht noch einen Safe, wie geil! Mann, ich hab die Schlüssel. Hätte ich auch gemacht. Unbezahlbares Bild. Das ist nicht gut. Happy Holiday. Super. Super. Da hinten ist der Kollege. Die Störung überfordert mich massiv, muss ich sagen. Oh, und ich hab's schon verkackt. Reno ist entkommen. Oh, hey, sorry, frohe Feiertage! Wuhu! Pete, Skala von 1 bis 10. Wie sind wir? Ah, okay, man muss sich immer so ein bisschen fallen lassen. Und dann geht das besser. Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, haben wir Glück. Ja. Furchtbar. Das Winterfest. Ich krieg langsam ein übles Gefühl, Mann. Denk nicht sowas. Wir werden ihn aufhalten, wenn wir zusammenarbeiten. Wo wir gerade dabei sind, hilf mir doch mal. Ja. Na, da ist er. Komm ja, um die Ecke. Ich helf dir. Komm, weiter. Okay, Pete. Jetzt hab ich irgendwas geschafft. Mal los, komm. Oh,
Ich habe auch echt Angst vor der Krieg. Festhalten, kleine Spinne! Du bist sicher. Fliegen festen Hüften an der Wolga. Das klingt nett. Die Macht über Leben und Tod erregt mich. Nicht so nett. Hab dich. Boah, wie knapp das alles ist. Wow. Ihr seht schon, das Spiel ist pure Action. Da ist keine Sekunde, wo du mal irgendwie Ruhe hast. Aber na klar, was erwartet man von Spider-Man natürlich? Die letzten 6 Weihnachten saß ich hinter dicken Stahlmauern. Dieses Jahr will ich Spaß haben. Er ist eine Plage. Geht jetzt ab. Er ist eine lahme Plage. Zu simpel. Vielleicht. Er ist eine Schwachköpfige! Oh. Hey, Jonah, siehst gut aus! Sehr Plage! Eine schwache, tückische, irre Plage! Genau hier! Ich weiter. Miro, donde ist das? Es ist schon spät. Hey, Mom! Ja, Kokosmilch. Danach suche ich immer noch. Ja, genau. Hauptsache dann die Welt kurz retten und nebenbei noch... die Einkaufsliste planen. Ich will die Bahn noch kriegen. Mira, Miko, blick mich nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab dich auch lieb. Und tschüss. Schon wieder verkackt. Puh, das ist ziemlich stressig, wirklich. Miko, donde ist das? Es ist schon spät. Hey, Mom. Ja, Kokosmilch. Ich glaube, ich bin so alt für das Spiel. Danach suche ich immer noch. Ist ein echtes Abenteuer. Gott. Kennst du? Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Mira, Miko, blick mich nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima. Nee, ich glaube, den kriegen wir nicht. Das ist... Nee. Oh Gott. Puh. Ich hätte auch den geringsten Schwierigkeitsgrad stellen sollen, glaube ich. Miko, donde ist das? Es ist schon spät. Hey, Mom. Ja, Kokosmilch. Danach ja, jetzt weiß ich mit der scheiß Kokosmilch. Hat er mal die Klappe. Abenteuer. Oh. Ja, vielleicht bin ich gar nichts mehr die mit. Bahn noch kriegen. Mira, Miko, lüg dich nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima, nee, ich komme nicht mehr nach Hause. Hab den Verrückten wieder an. Jetzt oder niemals. Wir müssen ihn stoppen. Schon unterwegs. Ja, okay. Oh. Go. Jawohl. Wir müssen ihn erledigen. Schnell. Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Die Heizung auf? Schlecht, oh nein, nicht da rein. Ganz schlecht irgendwie. Nein. Nein. Alles klar. Und Stromausfall. Bin gleich da. Mach dich bereit. Okay. Das war wohl das Kraftwerk. Ja. Zeig an den Lichtreaktor. Eine Minute. Und ein Raketenwerfer. Super. Jetzt wird wieder geprügelt. Oh. Ausweichen. Und auf die Mache hauen. Zack. Am nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen. Vielleicht am besten nirgendwo. Nein. Der Typ mit den Raketen, den muss ich eigentlich aufgeben. Die hat hier alles in die Luft. Ah ja. Er findet sich. Ich will euch doch helfen, aber erstmal eins aufs Maul hauen. Genau. Lauf doch mal da hoch. Ah, hier. Ah, jetzt. Oh Gott.
Gottes Willen ist das denn? Jetzt muss er noch irgendwelche Kombos mit den Tasten drücken. Also Kreis und Dreieck irgendwie gleichzeitig. Jo. Da oben, jetzt gehen wir mal da oben hoch. Oh, da ist der Dicke wieder. Hauptsache der Dicke springt mitten im Gefecht hier durch die Gegend. Aber ich muss mich heilen. So, da runter. Nimm doch die Lappen. Spider-Man, alle weg. Klar? Oh, das sah nicht so gut aus. Sonst kann er doch auch mal überall rumjumpen. Dann soll er seinen Kollegen noch mal mitnehmen. Hä? Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Oh, das ist aber nicht nett. Oh, der ist doch gut. Oh nein. Miles, verschwinde hier. Mann. Au, endlich! Oh, der hat bloß gesessen. Ui, ui, ui. Komm, nochmal drauf. Noch eins. Venumschlag L1 und... Boah, übel. Was? Du benötigst Venomkraft, um Venomschlag auszuführen. Baue Venomkraft auf, indem du Gegner angreifst oder ihnen ausweichst. Ja, also einfach draufhauen. Ich hab schon wieder vergessen, auf welcher Taste das war. Hier sind 3000 verschiedene Tastenkombinationen. Und die soll man sich bei der ganzen Action hier merken können. Uiuiui. Nein, hau ihm doch eins drüber. Aua. Boah. Brutal. Ja, ist dem egal, den ich mache. Ich juck den Scheiß weg. Kann ich mich nicht heilen? Heilen? Hier, hier, hier! Hier! Mach den nicht. Okay, super. Blau, das war's. Okay, tot. Puh. Geh runter! Du bist ein blutiger Gegner. Nein. Manche Leiden bringen dich auch nicht, warte, Alexi. Hä, Bus? Komm schon. Sitzt eure Zeit ab. Keine Ausbrüche. Steht da auch irgendwo, wie viel Energie er noch hat, oder was? Woher weiß ich, wann... Du hast die halbe Stadt zerstört! Ist dir das egal? Von der MA? Wow! Du hast heute den Leuten
wehgetan, Alexi. Zu viel! Finisher bereit. Was auch immer das heißt. Finisher heißt, dass der gleich im Arsch ist. Hier, guck mal. Boah, ich bin zur Seite. Wenn ich gegen dich antrete, dann ist das schwierig. Wie heißt das noch? Tauben schießen! Nein! Ich hasse Tauben schießen! Hier! Und dann. Huiuiui. Ja. Gerade ist irgendwie mein Spiel aufgefangen, als ich wieder da. Aber jetzt bin ich natürlich im Arsch. Irgendwas bei mir zu Hause hat gerade der Receiver auf einen anderen Kanal umgeschaltet. Ich weiß nicht warum. So. Ah, wieder ganz von Anfang an. Super! Ich glaube, das kann ich noch 2 Stunden versuchen. Das ist zur Seite, zur Seite. Weißt du, Mann, wenn ich gegen dich antrete, dann ist das weh. Was ist das noch? Ich glaube. Tauben schießen. Zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Nein! Ich hasse Tauben schießen. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas. Genau. Ah, Finisher heißt doch nicht, dass man den da erledigt. Finisher heißt einfach. Keine Ahnung, irgendein Special Move ist das. Jetzt? Oh, das hat aber auch gesessen. Ich glaube jetzt, das war ihm zu viel, dem Dicken. Aber dem geht's auch wieder ein bisschen besser. Ah. Na super, jetzt kommt das Einsatzkommando, wenn alles schon vorbei ist. Die Lappen. Jungs? Wow, echt? Wow. Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke. Der sieht aber nicht so nett aus. Dem stimmt irgendwas nicht. Übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Er hat recht. Verschwinden wir. Ja, ich glaube, der ist aber noch nicht ganz kaputt, der Dicke da. Ja, okay. Da kommt noch was. Oh Gott, bin ich froh, dass ich kein Spider-Man bin. Das ist echt ein anstrengender Job, glaube ich. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Wie jetzt? Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland. Und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey,
Ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's. Ist das ein echter Eid? Natürlich. Nee, hey. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Dann bist du nicht, Spider-Man. Er hey, macht jetzt die Urlaubsvertretung Jungs, für Spider-Man. Das ist aber auch geil. Sehr, sehr gut. Was, wenn er sich mal krank melden muss? Dann sind sie im Arsch. So. Ich bin Jungs einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. Oh, ja. Yeah. Nett. Abgeschlossen. Irgendwas habe ich jetzt abgeschlossen. Ah ja, ich glaube, ein Level. Stufe 1, Stufe 2. Ein Fertigkeitspunkt. Jetzt muss ich die obere Taste drücken. Oh Gott, was ist das denn alles? Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte verdient hast. Schließe Missionen ab und besiege Gegner, um Erfahrungspunkte zu erhalten und Fertigkeitspunkte zu verdienen. Markiere eine Fertigkeit und halte X gedrückt, um sie freizuschalten. Ah, okay, jetzt können wir hier quasi mit so einem Mauszeiger hier die ganzen Fertigkeiten gucken. Wir haben anscheinend 3 verschiedene Kategorien: Kampffertigkeiten, Venomfertigkeiten und Unbekannt. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel den oder. Ne, der ist gesperrt, da brauchen wir Stufe 3 für, steht auf der rechten Seite. Der hier schon. Oh Gott, jetzt müssen wir noch mehr Kombinationen drücken. Drücke L1, dann Quadrat und X, um einen Venom-Schmetter auszuführen, der umstehenden Gegnern Schaden zufügt und ihren Venom-Schocker versetzt. Gott, wie soll man sich denn diese ganzen Kombinationen merken? Muss man da irgendwie, weiß ich nicht. Genau, das haben wir jetzt. Genau, das versuche ich mal. Yo, Genki! Alter! Nee, Rhino? Was? Ja, wo bist du? Guck in der Luft. Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mom hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Boah, das geht noch schneller. Oh, perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Warum manchmal dieses Netz nicht funktioniert? Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Drück in der Luft Quadrat und drücke L in eine beliebige Richtung. Ah. Klingt echt spannend. Bin gleich da. Ah, da kann man die Richtung ändern. Interessant. Wuhu. Also ihr müsst euch wirklich bei diesem Spiel sehr, sehr viele Sachen merken, die ihr machen könnt an dem Controller. Ist das der Central Park hier oder was soll das sein? Nee, ne? Oder? Doch, könnte es sein. Kann man den auch eins auf die Mappe hauen? Nee, geht nicht. Geh mal ein bisschen joggen hier im Central Park. Ja, da, 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 da. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh mal an. Ich gebe Deckung. Das ist wahrscheinlich der Anzug, oder was? Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Ja, tatsächlich. Der Spider-Man-Anzug. Mit Knie- und Ellenbogenschoner. Was ein Quatsch für Kinder. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen.
willkommen in deinem allerersten Superanzug. Du hast einen neuen Anzug freigeschaltet. Anzüge können im Anzugmenü auf der Anzüge-Seite ausgerüstet werden. Komm wieder her, wenn du weitere Anzüge freigeschaltet hast oder wenn du deinen aktuellen Anzug wechseln möchtest. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Okay, den haben wir jetzt. Und hier seht ihr, wir können noch verschiedene Sachen hier freischalten. Gehe weiter. Krass, tatsächlich hat das sogar Auswirkungen. Guck mal, wenn wir den hier zum Beispiel freischalten, reduziert den Schaden durch Fernangriffe um 25%. Aber wir brauchen da irgendwas. Aktivitätsmarken und Teile, die müssen wir wahrscheinlich irgendwo finden. Gottes Willen. Naja. Hier oben sehen wir ganz oben, da können wir noch L1, R1 durchschalten. Nein, können wir nicht. Wieso geht das nicht? Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Wahrscheinlich, weil wir noch... Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Ja, ich lande jetzt hier mal kurz und gehe nochmal in das Menü rein. Ah, jetzt, genau, jetzt können wir oben wechseln. Wir haben hier die Karte von Manhattan. Krass. Sehr interessant. Hier unten ist das World Trade Center. Genau, sieht so ganz realistisch aus hier. Genau. Dann können wir oben die Anzüge, Geräte, Schnellfeuer, Netzschießer. Ah, das sind Bonussachen, die wir wahrscheinlich einsetzen können. Muss man aber alles freischalten. Ne, das hier haben wir schon. Genau, Fertigkeiten, das haben wir schon gesehen. Hier sind unsere Missionen. Steht auch der Stadtteil hier oben drauf. Harlem, Central Park, wo wir das machen müssen. Social Feed. Sogar die aktuelle Temperatur. Minus 3 Grad Schneefall. Benchmarks. Ah, das sind Freischaltungen, Bonussachen, die wir machen können. Hier zum Beispiel absolviere einen Wandlauf über 250 Meter. Und da kriegen wir dann verschiedene Freischaltungen und Erfahrungspunkte für. Charaktere. Ah, das sind die Leute, die wir bisher getroffen haben. Movesliste. Oh, hier sind die ganzen Kombinationen. Ach du Scheiße. Wie kann ich hier scrollen? Das kann ich mir doch niemals merken. Super. Super. Okay, ich gehe dann mal 3 Wochen das hier auswendig lernen und dann komme ich wieder. Junge, 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 Junge. Das könnt ihr doch nicht von mir verlangen. Ups. Ich meine, das macht schon richtig Bock, hier mit dem Netz rumzuschwimmen. Mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist. Jetzt habe ich zum Beispiel einen... Also, sagen wir mal, die Hälfte von so einem Achievement freigeschaltet. Wurde abgesagt. Wegen ein paar Ehren. Juhu. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von dem hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica von dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern? Vor allem, das läuft auch sehr gut. Also, ne, wenn wir jetzt mal so die Flüssigkeit anschauen von diesen Themen hier, das sieht so aus, als wenn die PlayStation 5 hier durchgehend 60 FPS schafft. Gefällt mir sehr gut bei der Grafik. Und das wollten auch viele Leute wissen, habe ich aber auch schon im ersten Video gesagt, also die Konsole ist im Moment leise, die hörst du überhaupt nicht. Also die macht keine Lüftergeräusche oder so wie die alte PlayStation 4. Die ist sehr, sehr leise, überhaupt nicht stören. Das gefällt mir gut. Hier müssen wir hin. Herausforderung starten. Komm, das schauen wir uns mal an noch. Miles, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Oh Gott. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jedes auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holo-Training? Oh, ich bin bereit.
Na dann. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Ah, das... Ah, cool. Der Schwungtritt. Diese Holotechnologie ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Kann man auch da hoch? Ah ne, das ist der andere, der das überwacht. Also hoch und... Also klappt das nicht. Ah, doch. Stopp. Entwaffnung. Macht Sinn. Okay, ja. Ja, super. Einfach die Waffe geklaut. Ein Hoch auf Peter Pack. Jetzt kombinieren wir die Moves. Oh nein, nicht kombinieren. Nein. So. Na. Vor allem, wir müssen nicht nur die Kombination von den von dem einfachen Druck von den Tasten merken, sondern manchmal muss man die auch länger gedrückt halten, damit irgendwas passiert. Das heißt, wir müssen quasi alles doppelt nochmal lernen. Junge, Junge. Ist das deins? Zack. Der arme Kerl. Ziemlich herbereit. Das ist ein Zinniger. Ja, super. Überraschungsrunde. L1. Wow. Ach, das war das, was wir freigeschaltet haben, diese neue Fähigkeit. Gott, oh Gott. Ja, der hat gesessen. Ho. Ja. Entwaffnen, zack. Den kann ich so eins reindrücken. Zack. Nein, sonst geht mir die Waffe weg. Und das ist dein Bingo. Super. Screen des Todes. Tonnen von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh shit. Spider-Man, holt ihn euch und dann das Zeug. Und na klasse, das sind jetzt echte Gegner. Okay, dann los. Das ist offizielle Spider-Man-Technik. Zieh denn die Sachen weg, komm schon. Gehört das ja auch noch zur Simulation, diese echten Gegner, oder was? Na, runter, runter, runter. Das war ein Volltreffer. Achso, falsche Punkte. Das war's. Jawohl. Sag dir mir vorher Bescheid, wenn er schießt, der Idiot. Ja. Ich warte nicht. Was wollte er sagen? Hab dich! Aua! Mach dich platt, Alter!
So. Das war's für die Technik, Liebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Alles gut. Kritischer Fehler im Schaltkreis AF15. Computer reparieren. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, Lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Wow. Ah, hier sind, jetzt sehen wir die Karte und hier sind diese ganzen Herausforderungen, die wir jetzt machen können. Ja, ja. Also überall in New York, also in Manhattan ist das hier verteilt. Genau. Oh, wir können hier auch sogar einen Punkte, Markierungspunkte selber erstellen, wenn wir das wollen. Legende ansehen. Die ganzen Punkte, die wir auf der Karte sehen, unser Zuhause, Hauptmission, können wir ein- und ausblenden, wie wir das wollen. Genau, und das, den Rest haben wir alles schon gesehen. Abgeschlossen. Jetzt haben wir wieder 3700 Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja, ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. So, jetzt haben wir gerade noch einen Punkt bekommen. Den sehen wir hier oben, das wird auch gelb markiert. Und jetzt können wir hier unten zum Beispiel, wir haben ja Stufe 3 jetzt, aus der Kategorie Kampffertigkeiten können wir Energie siphon. Erhöhe die Menge an bioelektrischer Kraft, die durch Angreifen und Ausweichen erzeugt wird. Ah ja, da können wir diese Venomkraft schneller aufladen. Oder wir gehen hier hin. Jetzt haben wir noch eine neue Kombination. Das Drücken von L1 und X schleudert nahe Gegner in die Luft, wodurch sie entwaffnet und Venom geschockt werden. Klingt gut. Super. Ich würde aber sagen, wir würden das hier mal nehmen. Genau, hier unten sind übrigens auch noch Sachen. Ist aber alles gesperrt. Da müssen wir Kampfherausforderungen. Für Kampfherausforderungen kriegen wir dann hier unten diese Sachen freigeschaltet. Also ihr seht, hier ist wirklich viel, viel, viel zu tun in diesem Spiel. Guckt mal allein hier, was man hier alles freischalten kann. Jetzt haben wir noch neue Charaktere hier dazu gekriegt. Sehr krass. Ja, und jetzt ist man quasi auf sich alleine gestellt. Man kann hier entweder auf der Karte diese ganzen Herausforderungen machen oder man geht auf die Hauptmission. Das ist natürlich immer dieses gelbe Dreieck, wo wir dann jetzt hinschwingen würden. Das geht auch. Ich bin aber immer noch sehr begeistert von... Freunde, danke für die Weiterempfehlung. Sieht echt gut aus. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich, wow. Ja, Leute, ich denke, wir haben jetzt fast eine Stunde gezockt. Und wir haben einen guten Eindruck bekommen von dem Spiel. Zusammenfassend kann man sagen, es ist natürlich ein rein rassiges Actionspiel. Also abgesehen von den Zwischensequenzen hast du hier wirklich permanent Action. Absolut heftig. Ihr müsst euch viele Kombinationen merken, viele Kombinationen. Und seid immer unter Adrenalin. Sehr, sehr krass. Also ich denke mal, für Leute, die Actionspiele geil finden, ist das eine tolle Sache. Vor allem, weil die Grafik auch sehr geil ist und weil es alles auch sehr flüssig läuft auf der PlayStation 5. Und ich denke mal, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, unter dem Video findet ihr den Link, dann könnt ihr das euch kaufen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch das vorgestellt habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Spiele sehen wollt auf der PlayStation 5 und auch weiteren Non-VR-Kram, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und wenn ihr Bock auf Virtual Reality habt, dann geht mal in der Beschreibung auf meinen VR-Kanal. Da werde ich in Zukunft auch auf der PlayStation 5 die VR-Spiele zocken. Also bis zum nächsten Mal und...
Ciao. Voodoo.de